come and get it. Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report von GTA Online. Leute, heute habe ich einen Maske mit Helm-Glitch. Und zwar habe ich den Maske mit Helm-Glitch 2 genannt, weil ich den Glitch schon mal hochgeladen habe, und zwar letzte Weihnachten. Da hatten wir das auch mit Masken und Helm, nur mit den Weihnachtssachen. Ich hatte so viele Anfragen bekommen bezüglich den Halloween-Masken. Wie kannst du den Helm aufziehen mit der Maske? Und da habe ich gesagt, naja, gut, okay. Weißt du was, bevor ich da jetzt einen Link groß rausbringe und guckt euch das Video an. Nee, machen wir doch einen aktuellen, damit ihr auch seht, dass der Glitch immer noch funktioniert. Und zwar nach dem Lowrider-Update. Wie ihr seht, habe ich hier mir das Quad geholt. Mit dem Motorräder klappt es nicht, das haben sie weggepatcht. Aber das mit dem Quad, das haben sie gelassen, die liebe Rockstar-Leute. Finde ich sehr gut, weil damit haben sie ein Versprechen eingehalten. Zumindest mit dem Glitch, dass harmlose Glitche bleiben. Okay, und die macht ja auch niemand was, außer dass man Maske mit Helm auf hat, wenn man das gerne möchte. Okay, wie ihr gesehen habt, habe ich den Quad geholt. Bin jetzt hier zum Maskenladen gefahren. Steigt dann ab, logischerweise, beziehungsweise in dem Fall die Uschi. Nachher seht ihr auch noch einmal den Mupfel. Und stell mich dahin. Also die Hexe mit Helm gefällt mir nicht so besonders. Also mache ich es in der Aktionsmenü auf, gehe auf Inventar, Accessoires und dort mache ich den Helm weg. Und habe dann natürlich auch die Maske weg. Guck mal, die Geste finde ich für eine Frau so cool. Ja, für einen Mann finde ich es ein bisschen schwul, aber jeder wie er will, ne? Okay, also die Uschi, guck, die geht jetzt hin, setzt einen Helm auf, den sie möchte. Unten rechts seht ihr, ne, für zurück, einstellen und wählen. Und das Einstellen drückt ihr einmal X, damit ihr diesen Helm automatisch aufsetzt, wenn ihr euch auf ein Quad oder auf ein Motorrad setzt. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf die Masken und zählt ab, wie oft ihr nach links oder rechts, je nachdem, wo die Maske bei euch ist, klicken müsst, um zu dieser Maske zu gelangen. Ich nehme schon mal vorne weg. Also hier sind es, glaube ich, 5-mal, beziehungsweise im Moment sind es 4-mal. Aber die Maske gefällt mir nicht, der Uschi auch nicht. Also, was macht sie? Sie geht mal zum Maskenladen und kauft sich eine neue Maske. Daher könnt ihr jetzt auch sehen, nicht nur an der Maske, sondern auch an der Auswahl, dass wir aktuell sind, sage ich mal. Die Maske ist schön, die gefällt mir und der Uschi auch, also kaufen wir das Ding. So, jetzt wieder zum Squad, und wie ihr gesehen habt, muss man ja abzählen, damit man genau weiß, wie oft man drücken muss. Ne? Also wieder in der Aktionsmenü auf, Inventar Accessoires, geht auf Masken und zählt mal ab, wie oft man drücken muss, bevor man die Maske auf hat. Also wie gesagt, jetzt sind es 5-mal. Die muss man drücken, und zwar sehr schnell, bevor der Avatar, ne, oder euer Charakter den Helm aufgesetzt hat. Oh, heute habe ich es aber. Aber ist nicht schlimm, die Uschi macht lang genug rum. Ich habe genug Zeit zum Babbeln, von daher kein Thema. Haben wir es jetzt, Uschi? Einmal zählen hätte auch gereicht. Okay, jetzt ist er da und drückt Y zum Aufsteigen. Ihr lasst das Interaktionsmenü so offen, ne? Und markiert Maske. So, und jetzt greift sie gleich runter, und jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Und es hat geklappt. Habt ihr gesehen? Sie hat die Maske aufgehabt. Super, ne? Jetzt hat sie Maske, die sie wollte, mit dem Helm. Drückt dann Y, B, B, um das Interaktionsmenü zuzumachen. Läuft darüber und drückt Steuerkreuz rechts. Achtung. Also drückt sie jetzt Y, B, 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 um das zu verlassen, Steuerkreuz. Und da ist sie hier drin. Jetzt guckt mal unten rechts. Da kommt gleich ein Speicherkreis. Seht ihr? Der Speicherkreis muss sein. Jetzt habt ihr den Maske oder die Maske mit Helm auf, die in der ganzen Lobby, solange ihr in der Lobby seid, ihr könnt auch erschossen werden. Aber wenn ihr rausgeht, ist es weg. Also, was macht man? Man geht natürlich in den Klamottenladen, und im Klamottenladen speichert man das Ganze ab. Und wenn wir schon dabei sind, ihr wisst ja, wenn euch das gefallen hat, Däumchen hoch, Däumchen hoch, Däumchen werde ich immer gebrauchen, Däumchen hoch, und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es nicht schon getan habt. So, jetzt setzt sich die Uschi wieder auf ihr Squad, fährt rüber, um es kurz zu machen, sie fährt in den Klamottenladen, ne? Aber ich wollte euch das ja zeigen, dass ihr seht, das ist alles in demselben Video. Nur langweilen wollte ich euch nicht. Deshalb die Schnitte.
am Klamottenladen angekommen, geht sie natürlich rein und speichert das Ganze ab. Ich zeige euch das aber nur einmal und auch nicht komplett, weil ich will das nicht abspeichern, den Werwolf mit Helm. Heilands, heute habe ich es aber auch. Aber ihr wisst ja, Steuerkreuz rechts bei der Dame, dann müsst ihr X drücken, sucht euch aus, was ihr wollt, gebt dem Kind einen Namen und dann wird das automatisch abgespeichert. Ne? Also ich denke, das haben wir schon in sehr vielen Videos gezeigt und sollte eigentlich auch jeder beherrschen. Auch die, die neu hinzugekommen sind. So, jetzt machen wir nochmal einen Schnitt und gehen mal zum Mupfel rüber und gucken mal, wie der den Teufel aufsetzt, also den Luzifer, den roten, und Helm. Ne? Er geht da drauf. Er braucht nur einmal links zu drücken, ne? Achtung, wenn er jetzt runtergreift, jetzt einmal links, hopp, und hat geklappt. Jetzt hat er den roten Luzifer und den Helm auf. Dann wieder wie gehabt, ihr geht mit Y runter, macht BBB, um das Menü zuzumachen, das Interaktionsmenü, und rennt zu dem Typ darüber oder so schnell es geht und drückt Steuerkreuz rechts, ne? BBB, Steuerkreuz rechts, das war's. Jetzt speichert er wieder ab. So, haben wir das nochmal gesehen? Jetzt müsste jeder wissen. Wie gesagt, ich habe so viele Anfragen gekriegt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das Video nochmal neu. Dann haben auch die, die neu dazugekommen sind und das nicht kennen, die Möglichkeit, eine Maske mit Helm zu tragen, wenn sie Lust haben. Okay, ich hoffe, ihr könnt mit dem Video was anfangen. Habt viel Spaß dabei oder hat euch Spaß gemacht. Bin raus, bis zum nächsten Mal. Euer Peter. Ciao, Leute.